Es ist 2023 und du trainierst deine Abs immer noch inklusive Hüftflexion? Dann kann ich dich jetzt beruhigen, denn das ist immer noch besser, als sie gar nicht zu trainieren. Um deine Zeit im Gym aber so effizient wie möglich zu nutzen, macht es gar keinen Sinn, 2/3 der Bewegung über die Hüftbeugung auszuführen. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt mal an. Anatomisch gesehen setzt der Rectus Abdominis, also die geraden Bauchmuskeln, auch Sixpack genannt, am Brustkorb an und endet am Beckenboden. Die Funktion ist primär eine Flexion, also eine Beugung der Wirbelsäule. Im Kontrast zum darunter liegenden Transversus Abdominis, dessen primäre Funktion es ist, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Wenn du nun deine Crunches ausführst, um deine geraden Bauchmuskeln zu hypertrophieren, macht es gar keinen Sinn, die aktive Range of Motion der geraden Bauchmuskeln zu verlassen und 2/3 der Bewegung über eine Hüftbeugung zu trainieren. Das bedeutet für dich, es genügt, wenn du dir vorstellst, das Becken so weit wie möglich nach oben zu kippen und die Wirbelsäule maximal einzurunden, um deine geraden Bauchmuskeln maximal zu stimulieren. Wenn dir der Tipp geholfen hat, dann lass mir ein Like da und folg mir für mehr Tipps.